Ja, meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Veranstaltung im Rahmen des bundesweiten Tags der Schiene mit dem Titel „Wie bekommen wir mehr Güter auf die Schiene? Die Rolle digitaler Plattformen im kombinierten Verkehr“. Mein Name ist Jens Pawlowski, ich leite das Hauptstadtbüro des BGL, des Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung. Ja, die Schiene ist aktuell in aller Munde. Gestern Mittag fand der Schienengipfel des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr mit Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing im Allianzforum am Pariser Platz in Berlin statt. Gestern Abend dann war die Eröffnungsveranstaltung des Tags der Schiene in Nürnberg gemeinsam mit dem bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter, DB-Vorstand Martin Seiler und dem Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, Dirk Pflege. Und heute nun möchten der BGL gemeinsam mit der Allianz pro Schiene und unserem Partner Railflow im Rahmen dieser einstündigen Veranstaltung aufzeigen, wie es gelingen kann, die kleinen und mittelständischen Transportunternehmer, die bisher noch nie die Schiene genutzt haben oder auch nur wenig Güterverkehre im kombinierten Verkehr Straße und Schiene abzuwickeln. Und sicherlich fragen sich einige jetzt, warum der BGL sowas als klassischer Verband des Straßengüterverkehrs eigentlich macht. Die Antwort ist aber ganz, ganz einfach, denn bis 2030 wird der Verkehr drastisch weiter zunehmen. Der Kuchen ist also riesengroß und wir müssen gemeinsam überlegen und schauen, wie dieser Transportzuwachs bewältigt werden kann. Außerdem stehen die mittelständischen Transportunternehmer vor riesigen Herausforderungen. Genannt werden kann hier vor allem auch der Fahrermangel, der Wettbewerbsdruck, die Klimaschutzanforderungen und vieles, vieles mehr. Und der kombinierte Verkehr bietet also daher den kleinen und mittelständischen Unternehmen Vorteile, die sie dringend nutzen können und kann ihnen neue Perspektiven aufzeigen. Doch das Ganze ist leichter gesagt als getan. Die Nutzung des kombinierten Verkehrs ist für viele Unternehmen mit einem enormen Aufwand verbunden und deshalb haben der BGL und die Allianz pro Schiene das Gemeinschaftsprojekt Truck to Train ins Leben gerufen. Und das soll aufzeigen, wie mithilfe digitaler KV-Einstiegsportale die Zugangshürden für mittelständische Transportunternehmen im kombinierten Verkehr abgebaut werden können. Dieses Projekt stellt Ihnen jetzt der Kollege Patrick Ballasser von der Allianz pro Schiene vor. Und anschließend wird Ihnen die Kollegin Mona Prochnow vom Startup Railflow aufzeigen, wie das Truck-to-Train-Projekt in die Praxis umgesetzt wird. Mit dem Intermodal Capacity Broker hat Railflow nämlich eine digitale Plattform an den Start gebracht, die den mittelständischen Unternehmen ganz einfach ein Buchungstool, ich sage mal à la Booking.com, für den Zugang zur Schiene zur Verfügung stellt. Sie sind natürlich gefragt, mitzudiskutieren. Sie können sich sowohl im Chat beteiligen als auch die virtuelle Hand heben. Ganz unten sehen Sie ein kleines Handsymbol. Das können Sie einfach heben, dann sehe ich in der Teilnehmerliste, wer sich zu Wort melden möchte. Hole Sie auf die Bühne und dann können Sie Ihre Fragen stellen und mitdiskutieren. Also diskutieren Sie mit, aber jetzt erstmal viel Spaß bei der Veranstaltung. Herr Balasser, Sie haben das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank. Auch von meiner Seite aus ein Hallo in die Runde und herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung. Mein Name ist Patrick Ballasser. Ich bin Referent Verkehrspolitik und Projekte bei der Allianz pro Schiene. Was ist die Allianz pro Schiene? Wir sind ein gemeinnütziges Verkehrsbündnis mit Mitgliedern aus Zivilgesellschaft und Wirtschaft mit dem Ziel, den Schienenverkehr in Deutschland zu fördern und zu verbessern. Bei der Allianz pro Schiene leite ich das Projekt Truck to Train, in dem es darum geht, Bahn und LKW digital miteinander zu verzahnen. Dazu später noch mehr. Nach dem Vortrag können Sie gerne Fragen stellen und am Ende wird es ja, wie Herr Pawlowski schon sagte, die Diskussion geben. Heute haben wir uns hier anlässlich des Tags der Schiene versammelt. Und vielleicht vorweg noch einige Worte dazu. Das ist ein nun jährlich stattfindender bundesweiter Aktionstag, bei dem wir die Welt der Schiene erlebbar machen. In ganz Deutschland finden heute und morgen über 300 Veranstaltungen rund um das Thema Eisenbahn statt. Also von Lokmitfahrten über Werksbesichtigungen bis hin zu Online-Veranstaltungen wie dieser hier. Unter tagderschiene.de, das ist die Website, da können Sie alle Infos zu diesem Aktionstag einholen und dort finden Sie auch einen Kalender mit allen Veranstaltungen, die bundesweit heute und morgen stattfinden werden. So, und jetzt freue ich mich aber, mit Ihnen gemeinsam in den Tag der Schiene starten zu dürfen mit dieser Veranstaltung. Und ich würde in diesem Vortrag aber etwas allgemeiner starten gerne und zunächst einmal das Thema Güter auf die Schiene ansprechen. Warum sollen mehr Güter auf die Schiene? Naja, kurz gesagt, es steht im Koalitionsvertrag und es kommt uns allen zugute. Hier sieht man das am Beispiel des Energieverbrauchs im Güterverkehr, beziehungsweise wenn wir diesen zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern miteinander vergleichen. Und wenn man in Dieseläquivalenten denkt, dann verbraucht ein Güterzug pro 100 Tonnenkilometern
gerade einmal 0,8 Liter Dieseläquivalente, während es beim LKW 4,4 Liter sind. Der Transport auf dem LKW ist also 5,5-mal energieintensiver als auf dem Güterzug. Das hat verschiedene mehr oder weniger offensichtliche Gründe, aber einer davon ist, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, der Rollwiderstand. Also auf Gleisen rollt es sich einfach leichter, um genau zu sein, 3-mal leichter, denn Stahl auf Stahl schlägt Gummi auf Asphalt. Und das ist ein unschlagbarer Vorteil der Güterbahn. Und trotzdem wird ein ganz überwiegender Teil der Güter in Deutschland, nämlich 73%, auf der Straße ausschließlich per Lkw transportiert. Aus ökologischer Sicht gibt es also schon einmal einige Argumente, warum wir mehr Güter mit der Bahn transportieren sollten. Doch für viele dürften es ja vor allem die wirtschaftlichen Gründe sein, warum mehr Güter auf der Schiene transportiert werden sollten. Und eine Möglichkeit für kleine und mittelständische Transportunternehmen ist der sogenannte kombinierte Verkehr, Straße-Schiene. Was passiert im kombinierten Verkehr? Als kombinierten Verkehr bezeichnet man Gütertransport, an dem verschiedene Verkehrsträger beteiligt sind, ohne dass die transportierte Ware beim Wechsel ihr Transportgefäß verlässt. Das heißt, beim kombinierten Verkehr wird nicht das eigentliche Transportgut umgeladen, sondern es sind die Transportbehälter, die während der Transportkette gewissermaßen umsteigen. Also der LKW fährt die erste und letzte Meile und der Hauptlauf wird auf der Schiene oder eben per Schiff auch zurückgelegt. Und was hier jetzt auf den ersten Blick deutlich wird, der kombinierte Verkehr ist ganz klar ein Wachstumsmarkt. Seit 2004 hat sich die Verkehrsleistung beinahe verdreifacht. Und das ist ein Aufwärtstrend, der konnte weder durch die Finanzkrise 2008, 2009 gestoppt werden, noch durch die Corona-Pandemie. Und diese Aufwärtsentwicklung wird sich aller Voraussicht nach in den kommenden Jahren weiter fortsetzen. Und der kombinierte Verkehr bietet eben sowohl aus betriebswirtschaftlicher als auch aus volkswirtschaftlicher Sicht viele Vorteile. Da gibt es ja zum Beispiel die 44-Tonnen-Regelung bei Lkw. Es ist ja so, dass Fahrzeuge auf dem Weg zu oder von einem in der Nähe liegenden Terminal ein Gesamtgewicht von 44 Tonnen haben dürfen statt 40 Tonnen. Das heißt, es sind weniger Lkw-Fahrten nötig, das spart natürlich Kosten. Außerdem sind solche Lkw von Sonntagsfahrverboten ausgenommen und auf der Güterbahn herrscht ein hohes Maß an Sicherheit und natürlich besticht sie durch die starke Reduktion von Treibhausgasen gegenüber dem reinen Straßentransport, habe ich da vorhin schon mal angeschnitten. Und das ist jetzt ja auch gerade in Zeiten der Verknappung und Verteuerung fossiler Ressourcen ein entscheidendes Argument, aber auch in Zeiten eines sich immer weiter zuspitzenden Lkw-Fahrermangels und des steigenden Wettbewerbsdrucks. Da ist der kombinierte Verkehr jetzt eine sehr attraktive Option für viele Transporteure. Also, was heißt kombinierter Verkehr? Durch dieses System mit seiner regionalen Punkt-zu-Punkt-Belieferung per Lkw und Bündelung großer Transportvolumina über lange Distanzen mit der Güterbahn werden die jeweiligen Stärken von Straße und Schiene vereint. Das Wachstum, was Sie hier sehen, ist natürlich kein Selbstläufer. Da muss auch die Infrastruktur mithalten können, vor allem wenn man sich anschaut, welches bisher ungenutzte Potenzial es noch gibt im kombinierten Verkehr. Potenzial deshalb, weil die Straßentransportbranche in Deutschland sich vor allem durch eine sehr große Zahl an kleinen und mittelgroßen Unternehmen auszeichnet. Und das sehen wir hier. Wir haben rund 45.000 Unternehmen, die es in der Branche gibt. Davon verfügen aber 80% über weniger als 20 Beschäftigte und weniger als 10 Fahrzeuge. Und die nutzen den kombinierten Verkehr entweder gar nicht oder nur sehr wenig. Sie sind also fast ausschließlich auf der Straße unterwegs. Aber in Summe erbringen sie einen ganz erheblichen Teil der Verkehrsleistung in Deutschland. Genau hier liegt eben das große Potenzial. Also es ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass kleine Straßentransporteure den kombinierten Verkehr nicht nutzen. Also die größeren Unternehmen schaffen das ja auch stellenweise. Aber im Gegensatz zu denen fehlt den kleineren auf dem Markt einfach oft das Know-how oder die Marktkenntnis um den kombinierten Verkehr. Also viele wissen ja gar nicht, wo sie überhaupt anfangen sollen. Wie plant man überhaupt ohne Vorwissen einen Transport im kombinierten Verkehr? Welche Angebote gibt es da? Welche Strecken werden bedient? Warum sollte ich meine Ladung überhaupt in fremde Hände geben? Und wer garantiert mir, dass meine Ladung sicher ist? Und das alles sind so Fragen, die sich Straßentransporteure stellen. Und bevor sie sich dann zu sehr damit auseinandersetzen, bleiben sie einfach lieber bei dem, was sie schon kennen, nämlich beim reinen Straßentransport. Und um jetzt mal wieder die Brücke zum Titel der Veranstaltung zu schlagen, genau hier kommen digitale Einstiegsportale für den kombinierten Verkehr ins Spiel. Und das ist auch das Projekt, der Punkt, an dem das Projekt Truck-to-Train ansetzt. Das ist eine ganz kurze Projektvorstellung. Wir gehen im Projekt der Frage nach, wie kleineren und mittleren Transportunternehmen die Nutzung des kombinierten Verkehrs
Straße, Schiene erleichtert werden kann. Also wir möchten systematisch schauen, welche Bedürfnisse Straßentransporteure hier haben, was sie davon abhält, bisher den kombinierten Verkehr zu nutzen und wie sich diese Hürden dann effektiv abbauen lassen. Wie kommen wir an diese Infos oder wie wollen wir da unsere Ergebnisse festmachen? Sie sehen hier schon im Logo der Allianz pro Schiene das Logo des BGLs. Da sind ja rund 7000 Mitgliedsunternehmen aus dem Straßentransportbereich organisiert. Also eben auch genau diese Straßentransporteure, die ich gerade angesprochen habe, kleine und mittelgroße Unternehmen. Wir sind jetzt gemeinsam mit dem BGL zuständig für die Organisation, für den strukturierten Austausch mit diesen Unternehmen mithilfe verschiedener Dialog- und Veranstaltungsformate wie Workshops. Wir haben aber auch Unternehmensbefragungen durchgeführt und die heutige Veranstaltung ist ja auch ein Beispiel dafür, wie dieses Projekt aufgebaut ist. Also Sie sind heute also gewissermaßen alle Projektteilnehmer. Wir haben zwei namhafte Verbände also, die ihre jeweilige Expertise aus der Branche ins Projekt einbringen und die Projektinhalte in diese vermeintlich verschiedenen Welten Straße und Schiene vermitteln können. Das Ganze ist ein gefördertes Projekt vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Das läuft seit Mai 2021 und endet dieses Jahr im Dezember. Vielleicht ein kurzer Überblick, was haben wir bisher gemacht? Wir haben erst einmal mit einer Befragung unter Straßentransporteuren untersucht, welche Hürden der Nutzung des kombinierten Verkehrs bisher im Weg stehen. Und Hürden kann man hier auch ganz bildlich interpretieren. Das habe ich mal versucht, hier so darzustellen. Wie ich es vorhin schon angeschnitten habe, zählt zu den größten Hürden die große Unbekannte, was es überhaupt auf dem Markt gibt. Also unzureichende Marktkenntnisse. Viele Straßentransporteure wissen gar nicht, welche Angebote es zu welchem Preis im kombinierten Verkehr gibt. Dafür haben sie keine Anlaufpunkte und sie wissen einfach nicht, wie und wo sie hierfür recherchieren müssen. Außerdem haben wir eben das Problem, dass viele Unternehmen in diesem Bereich nicht über kranbare Ladeeinheiten verfügen. In unserer Befragung haben das 44% der befragten Unternehmen angegeben und ohne kranbare Ladeeinheiten ist das Verladen auf die Schiene ja in der Regel schwierig und nur 10% gaben an, dass sie kranbare Ladeeinheiten regelmäßig nutzen. Damit sieht ein Umschlag der Güter vom LKW auf die Schiene für viele Unternehmen erstmal nach einem Ding der Unmöglichkeit aus, was es ja aber gar nicht ist. Und zu den in der Befragung am häufigsten genannten Hürden zählt außerdem die Angst vor einem extrem hohen Planungsaufwand. Also wie organisiert man als kleiner Transportunternehmer einen komplexen Transport im kombinierten Verkehr inklusive Vorlauf und Nachlauf? Und außerdem können Sie ja gar nicht einschätzen, ob Ihr Unternehmen überhaupt die Voraussetzungen für die Nutzung des kombinierten Verkehrs erfüllt. Das ist für viele Straßentransporteure ja komplett neues Terrain. Ohne Erfahrung fehlt Ihnen dazu einfach das nötige Know-how bei der Organisation der Transportkette. Und ein letzter wichtiger Punkt, der hier genannt wurde, ist das Stichwort Vertrauen. Viele Transporteure haben Angst um die Unversehrtheit ihrer Ladung, weil sie ja oftmals gar keine Erfahrung mit dem Transport auf der Schiene haben und ihre Ladung ungern in fremde Hände geben. Da bleiben die meisten Transportunternehmer aktuell einfach lieber bei der Nutzung ihres eigenen Lkw-Fuhrparks. Aber wie wir hier sehen, gibt es eine Reihe von Hürden, die der Nutzung des kombinierten Verkehrs bisher im Weg stehen. Aber das sind eben genau die Hürden, die durch digitale Einstiegsportale für den kombinierten Verkehr systematisch gesenkt werden können. Zum Beispiel können digitale Einstiegsportale einen schnellen Marktüberblick per Mausklick bieten. Das ist ja ähnlich wie bei bekannten Buchungsplattformen für Hotels. Herr Pawlowski hat auch schon vorhin ja ein Beispiel genannt. Aber jetzt auch mal von meiner Seite aus ein Beispiel. Wenn man zum Beispiel nach Paris verreisen möchte, da weiß man ja auch nicht, welche Hotels es gibt. Man kennt den Hotelmarkt nicht, ne? Aber durch ein digitales Buchungsportal erhält man direkt einen Überblick. Und so ähnlich wäre es dann auch mit digitalen Portalen im kombinierten Verkehr. Also wenn man als Straßentransporteur angibt, dass man Ladung X am Tag Y von A nach B transportieren möchte, dann lässt sich direkt einsehen, welches Unternehmen auf welche Relationen, zu welchen Konditionen einen Transport im kombinierten Verkehr anbietet. Unsere Befragung hat gezeigt, dass immerhin knapp ein Viertel der befragten Unternehmen dazu bereit sind, kranbare Sattelanhänger zu mieten. Außerdem haben 82% der Befragten angegeben, eigene nicht kranbare Sattelanhänger für den kombinierten Verkehr zu verwenden. Also Fahrzeuge, die sie schon im Fuhrpark haben. Und diese Fahrzeuge können zum Beispiel mit Adaptersystemen wie Roadrailing, Micasa oder auch anderen alternativen Umschlagsystemen wie Cargo Beamer auf die Schiene verladen werden.
Ja gut, was hat das mit Digitalität zu tun? Digitale Einstiegsportale im kombinierten Verkehr oder digitale Plattformen können diese Mietlösungen und alternative Umschlagssysteme in die Plattform einbinden, sodass die Transporteure, die eine Buchung anfragen, direkt sehen, okay, welche Möglichkeiten habe ich bei diesem Transport und dass sie das dann eben auch gleich buchen können. Und damit komme ich auch schon zum nächsten Punkt. Ich habe ja die Angst vor einem hohen Planungsaufwand angesprochen. Digitale Plattformen im kombinierten Verkehr können Transportleistungen im kombinierten Verkehr als buchbare Komplettpakete anbieten, also ganz konkrete Angebote bereitstellen. Das ist natürlich deutlich einfacher als der Status quo, denn aktuell ist es ja so, dass Speditionen diese Hürde bewältigen, indem sie Fachkräfte beschäftigen, ja, die komplexe Transporte mit Vorlauf, Hauptlauf und Nachlauf organisieren können. Aber auch unabhängig von der begrenzten Verfügbarkeit von Logistikern mit Schienenkompetenz am Arbeitsmarkt ist diese Option für viele kleine Transporteure natürlich auch eine ökonomische Herausforderung. Dann hatten wir ja noch den wichtigen Punkt Vertrauen. Zur Erinnerung nochmal, viele Transporteure haben Angst um die Unversehrtheit ihrer Ladung und deshalb eben auch Angst vor der Nutzung des kombinierten Verkehrs. Und da können digitale Portale hier durch die Einbindung eines Gütesiegels und einer einfach buchbaren Versicherung für den kombinierten Verkehr die Angst nehmen. In unserer Befragung haben wir auch abgefragt, was sich Straßentransporteure von einem digitalen Einstiegsportal im kombinierten Verkehr wünschen. Und hier hat sich gezeigt, dass Verlässlichkeit, Information und Vertrauen eine große Rolle spielen. Die verbindliche Einhaltung von Umwelt- und Sicherheitsstandards war auch sehr wichtig. Das wurde von 90% der Befragten als wichtig bewertet. Und das werden eben alles Anforderungen, die so ein Gütesiegel adressieren würde. Also mit der Einbindung eines Gütesiegels und einer KV-Versicherung können digitale Plattformen im kombinierten Verkehr effektiv Vertrauen schaffen und auch Transparenz schaffen, indem sie zum Beispiel auch Vorabinformationen über Unregelmäßigkeiten oder zum Beispiel eine Sendungsverfolgung anbieten. Das wäre ja auch denkbar. Und diese Features wurden in der Befragung auch von über 80% als wichtige Anforderungen bewertet. Wir sehen hier, dass solche digitalen Plattformen die bestehenden Haupthürden, die Straßentransporteure bisher daran hindern, den kombinierten Verkehr zu nutzen, wirklich senken können. Außerdem 71% der befragten Unternehmen haben angegeben, dass sie digitale Portale für die Buchung von KV-Transport nutzen würden, wenn die Voraussetzungen stimmen. Und das ist eben noch so ein Punkt, eben nur wenn die Voraussetzungen stimmen. Eine digitale Plattform ist ja erstmal kein Allheilmittel, das ist ja die Schnittstelle zwischen dem, was es im KV gibt, also dem KV-Markt und dem Straßentransporteur. Und auf dem Markt braucht es deshalb erstmal attraktive Bedingungen, die wir eben nur mit einer leistungsfähigen Infrastruktur schaffen können. Und erst wenn die Kapazitäten von Terminals im KV und die Kapazität des Schienennetzes mit dem, wie wir am Anfang der Präsentation gesehen haben, ständig wachsenden Sektor kombinierten Verkehr mithalten kann, erst dann können wir gewährleisten, dass die Ware zuverlässig, pünktlich und unversehrt am Zielort ankommt. Und das sind zwei ganz entscheidende Bedingungen, die erfüllt sein müssen, wenn kleine Straßentransporteure den kombinierten Verkehr nutzen sollen. Das hat unsere Befragung gezeigt. Die Politik muss also dafür sorgen, dass es ausreichende Umschlagkapazitäten und ausreichende Netzkapazitäten gibt. Und erst dann können wir ein attraktives, weil zuverlässiges und pünktliches Angebot im kombinierten Verkehr schaffen. In unserer Befragung haben nur 9% der befragten Unternehmen angegeben, dass sie digitale Plattformen im kombinierten Verkehr definitiv nicht nutzen würden. Also was heißt das im Umkehrschluss? Über 90% sind auf jeden Fall dazu bereit oder unentschlossen. Wir haben nun also sehr viele kleine und mittlere Straßentransportunternehmen, die Lust auf den kombinierten Verkehr haben und die auch die Voraussetzungen für den kombinierten Verkehr erfüllen. Wir sagen, die KV-affin sind. Also 62% der Befragten haben angegeben, dass die durchschnittliche Transportentfernung in ihrem Unternehmen 300 Kilometer oder mehr beträgt. Wir haben also eine überwiegend ausreichende Transportentfernung sowie einen ausreichenden Fernverkehrsanteil. Und hinzu kommt, dass der kombinierte Verkehr wegen seiner ökonomischen und ökologischen Vorteile ohnehin interessant für diese Unternehmen ist. Also Stichwort 44-Tonnen-Regelung und CO2-Bilanz. Digitale Portale für den kombinierten Verkehr können hier also ja, gewissermaßen als Bindeglied fungieren und hieraus ergibt sich eben ein enormes Verkehrsverlagerungspotenzial. Und das wiederum ist verbunden mit einer starken Reduktion von Treibhausgasen, mit einer Entlastung der Straßen, mit einer hohen Transportsicherheit und das Ganze ist natürlich auch ein effektives Mittel zur Bekämpfung des Lkw-Fahrermangels. Das enorme Potenzial digitaler Einstiegsportale im kombinierten Verkehr muss nun endlich genutzt werden.
Das ist der Stand der Dinge im Projekt Truck to Train, aber nun läuft das ja noch bis Ende des Jahres. Deshalb hier noch ein kleiner Ausblick. Wir haben nicht nur eine Unternehmensbefragung durchgeführt, sondern aktuell ist eine, oder gerade eben ist eine zweite Unternehmensbefragung zu Ende gegangen. Die war zum Thema Pilotrelation. Findet sich gerade in der Auswertung, denn wie gesagt, müssen auch die auf dem Marktplatz angebotenen Strecken attraktiv sein. In dieser zweiten Unternehmensbefragung haben wir also gewissermaßen ein wenig Marktforschung betrieben und wollten herausfinden, welche Verbindungen bzw. welche bestehenden Relationen für Transportunternehmen interessant sind und welche Verbindungen sie sich außerhalb des bestehenden Angebots wünschen. Denn wenn es in den digitalen Portalen keine attraktiven Verbindungen gibt, dann hilft uns auch jedes noch so gut programmierte Portal nicht weiter. Wer sich für die Ergebnisse der Befragung im Detail interessiert, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Aber außerdem im Projekt möchten wir ein Betreibermodell entwickeln. Also vorhin habe ich ja angesprochen, dass Vertrauen und Zuverlässigkeit eine wichtige Rolle spielen. Deshalb setzen wir gemeinsam mit dem BGL alles daran, ein Gütesiegel sowie ein Versicherungsmodell für den kombinierten Verkehr zu erarbeiten, das Straßentransporteuren die Angst vor der KV-Nutzung nehmen soll. Also da sind wir gerade dran. Und Ziel ist es hier, am Ende ein maßgeschneidertes Gesamtpaket für die Zielgruppe zu schnüren, sodass der Nutzung des kombinierten Verkehrs nichts mehr im Wege steht. Ja, das ganze Projekt wird begleitet von der Kommunikation der Projektergebnisse durch begleitende Veranstaltungsformate wie heute, aber auch wie Workshops, die noch ausstehen, sowie die fortlaufende Publikation der Projektergebnisse, die Betreibern digitaler KV-Plattformen. Und mittlerweile gibt es ja da dem Intermodal Capacity Broker von Railflow und Modility erste Lösungen auf dem Markt, die dabei helfen, digitale Einstiegsportale zielgruppengerecht auszugestalten. Wer sich für weitere Veranstaltungen im Rahmen des Truck-to-Train-Projekts anmelden möchte oder sich für die Umfrageergebnisse im Detail interessiert, wir haben auch eine Projektwebsite, die sehen Sie hier unten, www.truck-to-train.org. Dort finden Sie alle Infos und alle bisherigen Publikationen zum Projekt und generell sind die Erkenntnisse aus dem Projekt ja auch für alle fachlich oder wirtschaftlich interessierten Akteurinnen und Akteure öffentlich zugänglich. An dieser Stelle noch ein Hinweis auf den nächsten Workshop im Projekt mit dem parlamentarischen Staatssekretär Oliver Luksic aus dem Verkehrsministerium. Der ist ja der Logistikbeauftragte der Bundesregierung. Und am 29. September, also in knapp 2 Wochen, werden wir die Ergebnisse der Unternehmensbefragung vorstellen zum Thema Pilotrelation, also welche Strecken interessant sind. Aber es wird auch darum gehen, praktische Tipps zum Einstieg in den kombinierten Verkehr zu vermitteln. Also wie finde ich überhaupt einen KV-Transport, wie kann ich ihn buchen und wie kann ich ihn organisieren? Also was muss ich beispielsweise bei der Organisation des Nachlaufs oder des Vorlaufs beachten? Welche finanziellen Aspekte gilt es da zu berücksichtigen? Wer da Interesse hat, ist herzlich eingeladen, teilzunehmen, entweder virtuell, so wie heute über WebEx, aber wir haben auch noch einen Platz bei uns, bei der Allianz pro Schiene in Berlin. Da sind Sie natürlich auch herzlich willkommen, persönlich daran teilzunehmen. Und Anmeldung geht über truck2train.org. Da ist der Anmeldelink verlinkt. Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das Projekt etwas näher bringen. Wenn Sie hierzu noch Fragen haben, gerne jetzt. Ansonsten haben wir ja später noch die Diskussion. Aber erst einmal würde ich das Wort wieder übergeben an Herrn Pawlowski. Vielen Dank. Dankeschön, lieber Herr Ballasser. Ja, Sie haben es gesehen, das ist fast schon so eine kleine Revolution, die wir hier wagen, weil wir nämlich die Unternehmer, die bisher noch gar nicht die Schiene genutzt haben, motivieren wollen, das auszuprobieren. Herr Ballasser, ich habe jetzt ein paar Fragen im Chat tatsächlich, die ich jetzt direkt mit einspielen würde wollen. Die eine, die haben Sie eigentlich im Nachgang nach Ihrer Folie 5, zu der die Frage gestellt wurde, schon beantwortet, aber ich weiß nicht, ob das so mitkommen wurde überall. Und zwar wurde von Herrn Hanke die Frage gestellt, als Sie auf die kleinen Straßentransporteure abgestellt haben und gezeigt haben, 80% haben weniger als 20 Mitarbeiter. Dort wurde gefragt, betrifft das die Kurzstrecke oder betrifft das die Langstrecke? Sie sind dann später auch schon auf das Thema eingegangen und haben gesagt, dass wir im Rahmen der Befragung auch genau abgefragt haben, wie der Anteil tatsächlich ist. Wenn Sie mögen, ich habe im Hintergrund die Folie nochmal rausgezogen, die das Ergebnis der Befragung direkt aufzeigt. Das könnte ich dann ganz kurz mal hier mit einblenden. So, jetzt müsste das zu sehen sein. Heben Sie mal kurz den Daumen, ob Sie das sehen.
Sehr gut. Hier sieht man tatsächlich die Auswertung der Fernverkehre. Und wenn man sich hier in der Mitte das mal anschaut, die durchschnittliche Entfernung der, Transporte bei 180 Befragten, 45% geben tatsächlich an, über 300 Kilometer oder 301 bis 500 Kilometer zu fahren, dann nochmal 501 bis 1000, 14% und 3% 1000 bis 1500 Kilometer. Das heißt, das sind insgesamt, das ist das Potenzial, was tatsächlich möglich ist, hier auf die Schiene im kombinierten Verkehr zu gehen. Und damit beende ich nochmal die Freigabe. Ich hoffe, das beantwortet auch so ein bisschen die Frage von Herrn Handke. Das zum einen. Zum anderen gucke ich nochmal kurz in den Chat hinein. Herr Seran hatte noch eine Frage gestellt, das betrifft das Thema Schüttgut. Herr Seran, ich würde sagen, das ist so ein bisschen politisch, das diskutieren wir vielleicht am Ende der Veranstaltung, wenn noch ein bisschen Zeit bleibt, weil das nicht Gegenstand des Truck-to-Train-Projektes ist, zu überlegen, welche Transporte eignen sich jetzt eigentlich besonders gut, was müssten wir da machen. Die Frage ist aber total berechtigt, das betrifft ja vielleicht auch Rundfahrttransporte, wo wir das ganz genauso diskutieren. Aber hier in dem Projekt schauen wir, wie können wir durch mithilfe digitaler KV-Einstiegsportale die Hürden für die Mittelständler abbauen. Die 53. Ausnahmeverordnung, ganz genauso wichtig. Ich würde auch sagen, das sind so Fragen, die sind politisch, die gucken wir, dass wir die hinten anstellen und jetzt nur noch wirklich auf die Verständnisfragen gehen. Da sich aber keiner weiter dazu meldet und auch keine weiteren Verständnisfragen sind, nur der Hinweis nochmal, natürlich stellen wir auch die Präsentation gern zur Verfügung. Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse schicken, schicken wir das per E-Mail zu. Ansonsten ist es auf der Homepage der Allianz-Broschine verfügbar. Wir werden das beim BGL auf die Homepage stellen. Das ist im BGL-Netzwerk MyBGL verfügbar. Und die Veranstaltung hier wird auch aufgezeichnet. Das heißt, Sie können sich das auch hinterher alles schön bei YouTube anschauen. Und damit würde ich jetzt aber sagen, Frau Prochnow, Sie haben das Wort. Stellen Sie doch gerne mal das Go-Live-Projekt von Railflow vor, so wie wir uns das beim Truck-to-Train-Projekt eigentlich auch vorstellen, wie es in der Praxis am Ende aussehen kann mit dem ICB, Intermodal Capacity Broker. Bitte schön, Frau Bernie, hätte ich gerade wieder gesprochen. Ja, muss ich erst umgewöhnen. Genau. Vielen Dank zunächst an Sie natürlich für die einleitenden Worte, auch an den Herrn Ballaser für die Ausführung des Truck-to-Train-Projekts. Ich finde, das sind sehr spannende Ergebnisse, die da rausgekommen sind. Und genau diese Ergebnisse haben wir uns eben geschnappt, um genau die Hürden durch digitale Plattformen auch wirklich zu senken. Vielleicht noch mal kurz zu mir. Mein Name ist Mona Berning. Mona Prochnow mittlerweile. Ich bin verantwortlich für die intermodalen Lösungen bei Railflow. Railflow ist ein IT-Startup, das sich zum Ziel gesetzt hat, den Zugang zum Schienengüterverkehr deutlich zu vereinfachen, und zwar für alle. Und gleichzeitig durch unsere Lösungen deren Effizienz enorm zu steigern. Und ich werde Ihnen gleich unsere Plattform einmal vorstellen. Ich habe das Vergnügen, dass bisschen aktiver zu gestalten und kann Ihnen direkt mit Hilfe einer kleinen Demo zeigen, wie das Ganze funktioniert. Es ist nämlich wirklich einfach, so einfach wie Online-Shopping. Und so können Sie dann eben die genannten Vorteile wie die höhere Zuladung, kürzere Wege mit geregelten Fahrzeiten für die Lkw-Fahrer, CO2-Einsparungen, Fahrermangel umgehen, alle diese Vorteile ganz, ganz einfach nutzen. Ich hoffe, es können alle meinen Bildschirm sehen. Perfekt, super gut. Genau, das Ganze ist webbasiert. Das heißt, Sie müssen nichts runterladen, nichts aktualisieren, nichts installieren. Sie können es jederzeit an jedem Rechner ganz einfach nutzen, sich auf die Plattform einloggen und sich Informationen einholen oder direkt eine Buchung durchführen. Grundsätzlich treffen sich auf der Plattform Operateure, die ihre Schienenkapazitäten anbieten, Trucking-Unternehmen, die ihre Kapazitäten für Vor- und Nachläufe anbieten. Und die Plattform kombiniert dann eben alle diese Angebote anhand ihrer Transportanfrage als Spediteur, sodass wir Ihnen jederzeit für jede Anfrage eine oder mehrere Verbindungen anzeigen können, inklusive Preis, inklusive Abfahrt, inklusive Transportdauer. Jede dieser drei Gruppen hat eine eigene App, sodass da auch eine schlanke Möglichkeit da ist,
Ihre Anforderungen direkt hier umzusetzen. Das Ganze gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Ich würde mich jetzt hier einfach einmal einloggen auf Deutsch als Spediteur. Und dann sehen Sie hier immer direkt ein Dashboard, wo Sie auf einen Blick alle wichtigen Informationen sehen können. Das heißt, gibt es gerade Aktionen, die erforderlich sind für verschiedene Transporte, dann können Sie die hier direkt draufklicken und bearbeiten. Sie können Favoriten für Anfragen und Buchungen einstellen, sodass Sie die direkt im Blick haben. Sie können Ihre letzten Anfragen hier unten rechts können Sie sehen, können Sie auch über dieses kleine Recycling-Icon direkt nochmal nutzen, sodass keine Eingaben doppelt gemacht werden müssen. Und oben rechts sehen Sie die CO2-Einsparungen, die Sie bereits erreicht haben im Vergleich zu einem reinen Straßentransport. Und wenn Sie jetzt eine Transportanfrage einstellen wollen, dann klicken Sie ganz einfach hier oben auf Neue Anfrage und können hier Ihre gewünschte Startadresse und auch Zieladresse eingeben, beispielsweise von Hamburg nach Verona. Sie haben hier verschiedene Möglichkeiten. Sie können direkt eine konkrete Zieladresse eingeben mit einer ersten und letzten Meile. Sie können auch sich eine dieser Transporte sparen, wenn Sie sagen, die erste Meile kann ich sowieso selber fahren, ich bin ohnehin vor Ort und kenne den Kunden. Ich brauche eigentlich nur den Hauptlauf auf der Schiene und dann am Zielort, weil ich da vielleicht kein Partnernetzwerk habe, bräuchte ich noch eine letzte Meile, die ich gerne dazu buchen würde, können Sie das über diese kleinen Regler ganz einfach konfigurieren. Sie können auch erstmal nur einen Ort eingeben und sich dann anzeigen lassen, was gibt es denn für Möglichkeiten, welche Terminals werden da bedient. All das ist möglich. Dann fehlt natürlich noch die Frage, was haben wir denn eigentlich für eine Ladeeinheit, beispielsweise einen Standard-Trailer, der 20 Tonnen schwer ist. Und dann ist noch die Frage, wann möchte ich denn eigentlich losfahren? Vielleicht möchte ich morgen direkt los und möchte spätestens am Mittwoch ankommen. Und dann können Sie, sind das alle Informationen, die ausreichen, um verschiedene Transportoptionen angezeigt zu bekommen. Wenn Sie schon wissen, Sie haben beispielsweise Gefahrgut oder Abfall, Sie haben noch Spezifika, die Sie hier schon mit angeben möchten, können Sie das direkt hier auch schon eingeben. Das ist aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht verpflichtend. Sie können sich auch anhand dieser Information erstmal die möglichen Optionen anzeigen lassen, indem Sie hier auf Suchen klicken. So, und dann sehen Sie hier verschiedene Verbindungen, jeweils von Hamburg nach Verona. Hier unten können Sie sehen, der Hauptlauf findet immer auf der Schiene statt. Das ist die lange rote Linie. Die Vor- und Nachläufe, das sind die blauen. Das sind immer die Vor- und Nachläufe auf der Straße. Und so können Sie sich jetzt hier einmal den besten Preis anzeigen lassen. Sie können auch hier sagen, okay, was ist denn die schnellste Verbindung? Und dann haben Sie hier, wie Sie jetzt sehen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen haben Sie die Möglichkeit, direkt aus Hamburg loszufahren, von der genannten Startadresse zum Terminal in Bilwerda, fahren dann den Hauptlauf auf der Schiene bis zum Terminal in Verona und dann die letzte Meile nochmal auf der Straße. Oder eben diese zweite Variante hier unten mit einem etwas längeren Vorlauf, wo Sie dann von Hamburg, von der genannten Startadresse, zunächst nach Lübeck fahren, zu einem zweiten Terminal, dann hier wieder den Hauptlauf auf der Schiene haben, runter nach Verona und dann vom Terminal in Verona direkt zum Zielkunden. Wie Sie sehen, gibt es verschiedene Startmöglichkeiten. Hier ist es einmal der 20.09., dann ist es der 17.09. Und es gibt eben hier verschiedene andere Daten, die Sie sehen können. Sie können hier oben die Filter nutzen und sagen, ich möchte den besten Preis angezeigt bekommen, ich möchte die schnellste Verbindung angezeigt bekommen, ich möchte die höchste CO2-Einsparung oder vielleicht auch schon die nächste Abfahrt. Wenn es beispielsweise um einen dringenden Transport geht, dann ergibt es vielleicht hier auch Sinn, eine etwas längere erste Meile mit einem vielleicht höheren Preis, die wie hier unten zu nutzen, wenn ich da für meinen Kunden ein schnelleres Angebot bieten kann. Ich würde jetzt einfach mal hier oben die Verbindung nutzen. Wenn ich sage, der beste Preis, das nehme ich
oder die schnellste Fahrt nehme ich, dann können Sie hier einfach auf Buchen klicken. Und dann fehlen für diese konkrete Buchung noch wenige zusätzliche Informationen. Was aber vielleicht auch noch für Sie eine ganz interessante Information ist, wer ist das denn eigentlich, mit dem ich da fahre? Weil ich möchte vielleicht ja auch gar nicht ganz blind direkt einen Transport buchen. Dann können Sie sich ganz einfach hier unten Details anzeigen lassen und sehen hier verschiedene Transportunternehmen. Ich muss hier einmal für Sie dazu sagen, das hier ist nicht unser Live-System, sondern das ist meine Demo-Umgebung, weil ich in unserem Live-System leider nicht keine Buchung durchführen kann. Dann gibt es Ärger mit den Operatoren in unserem Netzwerk. Deswegen sehen Sie hier Fake-Daten und deswegen steht hier jetzt auch nur unser Onboarding-Carrier und unser Onboarding-Operator. Auch in der Live-Version sehen Sie dann aber selbstverständlich, welches Transportunternehmen hier tatsächlich hinterlegt ist. Trotzdem können Sie sich auch hier für jedes Unternehmen ein Profil anzeigen lassen. Wo ist das denn eigentlich? Wo sitzt das? Wie heißt es? Wie ist die Website, Telefonnummer, E-Mail-Adresse? Welche Verbindungen werden von diesem Unternehmen sonst noch im Netzwerk angeboten? Was sind deren AGBs und auch die Stornierungsgebühren? All das wird hier aufgezeigt. Und was sind die, wie sind die operativen Kontaktdaten, wenn Sie tatsächlich jemanden der Disponenten sprechen müssen, aus welchen Gründen auch immer, stehen wir Ihnen da nicht im Weg, sondern Sie können natürlich auch jederzeit hier konkret Kontakt aufnehmen zu den Kollegen, die auch wirklich für den Transport verantwortlich sind. Und wenn Ihnen all das passt, dann können wir hier die fehlenden Daten schnell ausfüllen. Das wäre, da ich hier einen Trailer ausgewählt habe, ganz einfach ein Kfz-Kennzeichen, dann das Tara-Gewicht und das Netto-Gewicht, ich mache es mir mal ganz einfach. Und eine Referenz, die Sie hier hinterlegen. Jeder von Ihnen hat ganz sicher eine Logik, wie Sie Ihre Transporte benennen. Und auch das können wir hier ganz einfach mit aufnehmen. Da ich hier keine habe, nehme ich einfach das Datum von heute und füge das hier ein. Und das sind tatsächlich alle Informationen, die bisher benötigt werden. Auch hier haben Sie natürlich die Möglichkeit, zusätzliche Informationen schon mitzuschicken. Wenn Sie beispielsweise Dokumente haben, die Sie schon anfügen wollen, können Sie die hier gerne hinzufügen. Sie haben auch die Möglichkeit, hierüber Nachrichten zu verschicken. So bekommen dann die ausgewählten Transportunternehmen direkt eine Nachricht mitbekommen. Wie Sie hier auf der linken Seite sehen, gibt es hier auch einen Nachrichtenreiter. Da können Sie dann auch jederzeit alle Kommunikation über die Plattform laufen lassen. Und dann können wir auch hier schon direkt unsere Buchung einmal abschließen. Das System überprüft noch einmal, ob alle Daten valide sind, sodass Sie hier gar nicht erst die Möglichkeit haben, eine fehlerhafte Buchung rauszuschicken. Das System meckert aber nicht, ist alles in Ordnung. Von daher können wir hier auf Buchung abschicken klicken und das war's im Grunde genommen schon. Jetzt schickt für Sie als Information im Hintergrund, verschickt jetzt das System eine E-Mail an die von uns ausgewählten Transportunternehmen mit einem Bestätigungslink, sodass die Unternehmen direkt die Buchung bestätigen können. Da die Kapazitäten im Vorfeld von diesen Unternehmen bereits hinterlegt wurden, hatten wir bisher auch noch nicht einmal die Möglichkeit, dass irgendjemand den Transport nicht bestätigt hat, weil das offensichtlich ja eine Win-Win-Situation ist für beide Seiten. Aber trotzdem müssen noch einmal die Transportunternehmen hier einmal einen Check drin setzen. Ja, das können wir machen. Sie sind aber nicht da, das ist nicht notwendig, dass diese Unternehmen eben jederzeit unser System im Blick haben, sondern das System meldet sich, wenn es etwas möchte. Und wenn jetzt hier ein Transport ausgelöst wurde, dann kriegen eben die ausgewählten Transportunternehmen eine Nachricht und kann dann direkt den Transport bestätigen. Wir können hier auch direkt nochmal einmal reinschauen, wie das dann auf der anderen Seite aussieht, wie das bei denen ankommt, bei den Operatoren. Da muss ich mich hier nur einmal abmelden und ich melde mich neu an als Operateur. Wieder auf Deutsch. Und Sie sehen jetzt hier einmal eine neue App. Das ist eben genau die für die Operateure. Sieht aber vergleichbar aus zu dem, was Sie vorhin in der Rolle des Spediteurs gesehen haben. Eben auch hier sind
Aktionen, die aktuell erforderlich sind. Unten links die erhaltenen Buchungen, der erwartete Umsatz, der sich daraus ergibt. Und Sie haben einen Überblick der nächsten Abfahrten inklusive der freien Abfahrtskapazitäten. Auch hier können Sie jetzt nochmal sehen, das ist hier mein Demosystem. Da habe ich natürlich sehr, sehr viele freie Abfahrtskapazitäten hinterlegt. Das entspricht jetzt glücklicherweise für die Operateure natürlich nicht der Realität, dass hier 20 freie Plätze da sind. Aber es sind immer genug Plätze momentan auf allen Zügen frei, sodass Sie gar keine Probleme haben dürften, einen freien Slot zu buchen. Und wenn Sie jetzt hier sehen, auf der linken Seite unter Aktionen erforderlich, die neueste Buchung, die hier reingekommen ist, da können wir einmal auf die Buchungsnummer klicken. Und dann sehen Sie, ah ja, von Lübeck nach Verona. Das ist genau die Zugstrecke, die wir ausgewählt hatten, mit der Demo von heute, mit dem Datum vom heutigen Tag. Und wenn Sie sagen, ja, das passt alles, das möchte ich so machen, können Sie hier auf Bestätigen klicken. Sie haben noch die Möglichkeit, einen PIN-Code zu ergänzen, mit der dann der jeweilige Trailer vom Terminal abgeholt werden kann bzw. hingebracht werden kann. Und dann klicken Sie unten hier und links, rechts auf Buchung bestätigen. Und das war's schon. Also wirklich sehr, sehr einfach, sehr schnell, sehr intuitiv. Wir können hier uns nochmal einmal in die Forwarder-App, die für die Spediteure einwählen. Dann haben Sie hier nämlich genau die Info, ja, der Transport wurde angenommen und dann kann es auch schon losgehen. Ich wollte Ihnen schon nochmal eine kurze zweite Sache zeigen. Wir haben nämlich, dadurch, das ist der zweite Vorteil, dass wir hier in meiner Demo-Umgebung sind, wir haben ein Feature, was wir demnächst hier hinzufügen werden. Wir sind noch lange nicht fertig mit dieser Plattform. Sie ist am Markt und sie funktioniert einwandfrei. Aber wir haben noch ganz, ganz viele Ideen, was wir hier noch umsetzen wollen, wie wir diese Plattform auch für Sie immer, immer besser machen wollen und können, immer besser machen können und wollen hier auch jederzeit neue Features hinzufügen. Wir haben ein 10-köpfiges Team, das in Izmir sitzt. Und alle unsere Ideen, die wir so haben oder die wir auch in Kundengesprächen entwickeln, dann tatsächlich auch in die Tat umsetzen. Und hier für Sie eine kleine Sneak Preview, was wir als nächstes mit hinzufügen werden. Das ist nämlich hier eine Übersicht aller Verbindungen, die wir haben für Sie zur Info. Wir haben noch dort deutlich mehr als das, was Sie jetzt sehen. Die Entwickler haben mir nur schon mal ein paar Verbindungen hier mit aufgenommen, sodass Sie auch eine zusätzliche Möglichkeit haben, sich noch besser zu informieren, was geht im Netz. Welche Ladeeinheiten kann ich hier transportieren? Auch darüber direkt eine Anfrage erstellen. Das sind die neuen Features, die jetzt ganz kurzfristig mit dazukommen werden. Da wir gerade über das Netzwerk gesprochen haben, hier vielleicht nochmal ein bisschen ausführlichere Übersicht. Wie Sie sehen, wir haben in unserem Netzwerk schon fast ganz Europa abgedeckt. Wir fügen wirklich wöchentlich neue Verbindungen hinzu. Also diese Karte ändert sich fortlaufend und ständig und erweitert sich. Und sollten Sie Interesse daran haben, sich einen Account bei uns einzurichten und Ihnen fehlt vielleicht noch eine Verbindung, dann können Sie jederzeit gerne auf uns zukommen. Das sind immer für uns gute Informationen, weil wir dann natürlich diese Verbindungen in den Fokus setzen. Das Ziel ist sowieso, komplett Europa flächendeckend abzudecken. Und dann würden wir uns freuen, auch Ihre Verbindung hier zu priorisieren. Wie Sie sehen, gibt es auch mittlerweile schon eine erste Verbindung nach China. Auch das wollen wir weiter ausbauen. Die Seidenstraße, dass auch da noch mehr Angebot für Sie zur Verfügung ist, dass Sie dann ganz einfach über unsere Plattform buchen können. So, jetzt habe ich sehr, sehr viel geredet. Wenn da Fragen sein sollten, dann können Sie die sehr gerne jetzt stellen im Chat oder auch im Nachgang können Sie sich jederzeit an uns wenden. Und dann würde ich vorerst das Wort erstmal an Herrn Pawlowski zurückgeben. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Prochnow. Das ist natürlich ein richtig spannendes, tolles Projekt, was wir hier haben und auch ein tolles Tool. Und Sie haben es ja gesagt, Sie sind natürlich auch weiter offen
was daran auch verbessert werden kann. Darum geht es uns ja auch mit der Allianz-Maschine zu gucken in dem Truck-to-Train-Projekt, was können wir noch besser machen, wie kann ein solches Tool oder können solche Tools, die sich ja vielleicht auch noch von anderen Wettbewerbern irgendwann entwickeln, wie können die tatsächlich dazu beitragen, in der Praxis auch wirklich angewendet zu werden und von den Mittelständlern in Anspruch genommen zu werden. Angesichts der Herausforderungen dürfte der Druck relativ groß sein, das auszuprobieren, aber wir wissen eben, dass es nicht ganz einfach ist. Und von daher würde ich sagen, Feuer frei. Frau Kochner hat es gesagt, wer Fragen auch nochmal hat, kann die gern stellen. Melden Sie sich einfach, heben Sie die virtuelle Hand. Wir holen Sie dann auf die Bühne, dann können Sie sich zu Wort melden, können Fragen stellen, können aber natürlich auch, und das ist uns ja auch ganz wichtig, Anregungen für Verbesserungen geben, denn das soll wirklich ein lebendes Projekt sein, was wir hier aufgesetzt haben, um es einfach wirklich so praxisnah wie möglich und nicht vom grünen Tisch heraus zu machen. Insofern rufe ich nochmal auf, melden Sie sich einfach gern und stellen hier Ihre Fragen. Wenn sich jetzt keiner traut, dann würde ich noch den Herrn Seran natürlich auf die Bühne bitten und ihm ermöglichen, hier auch das Ganze gleich noch mal ein bisschen aus politischer Richtung zu beleuchten. Er hat ja da wahnsinnig viel Erfahrung, auch als langjährig aktiver Spediteur, der sich sehr, sehr viel auch mit dem Thema befasst hat und natürlich auch sicherlich Anregungen abseits vielleicht jetzt dieses ganz konkreten digitalen Portals hat. Aber jetzt sehe ich, Herr Theisen meldet sich. Den mache ich mal ganz kurz zum Diskussionsteilnehmer. So, Herr Theisen, Sie sind jetzt auf der Bühne, können einfach durch die Stummtaste und die Videotaste sich entstummen und das Video anschalten und dann Ihre Frage stellen. Noch sind Sie bei mir, Herr Theisen, als stumm markiert. Sie müssen mal ganz kurz dieses Entstummen drücken. Bin ich jetzt da? Ja, jetzt sind Sie da. Wir sehen Sie zwar noch nicht, aber wir hören Sie schon gut. Okay, das ist schon mal. Also wir sind ein sehr kleines Unternehmen und wir sind sehr früh zum Kombiverkehr gekommen. Und unser Bestreben war damals nicht so sehr, die Umwelt zu schonen, sondern das Gefahrgut auf die Schiene zu bringen. Und ich muss auch sagen, der Kombiverkehr hat uns da auch sehr unterstützt und das hat auch sehr gut geklappt. Wir haben aber ein anderes sehr großes Problem gehabt. Das war das Zeitfenster. Wenn Sie zum Beispiel einen Tankcontainer haben, der nur das gleiche Produkt hat, ist das kein Problem. Aber wenn Sie viel Stückgut haben und dann noch in Wechselbrücken, so muss das alles gemeldet sein. Und bei unserem Kunden war es so, dass ich die Papiere erst um 4 Uhr kriegte und dann um 5 Uhr entweder in Neuss oder in Düsseldorf, Duisburg sein musste. Und dann hatten wir meistens die Relation entweder Berlin oder Dresden. Das hat alles sehr gut geklappt, aber die Abfertigung war nachher so schwierig durch diese verschiedenen Produkte, die wir als Gefahrgut verwenden wollten, dass wir das nachher aufgegeben haben. Und jetzt habe ich das Internetmodul von Ihnen, das Tool, das gefällt mir sehr gut. Nicht? Wenn Sie jetzt sagen würden, wir können das auch in kurzer Zeit schaffen, dann würde man vielleicht dann wieder zum Kombiverkehr zurückkommen. Frau Berning, Entschuldigung. Für alle über diese Hopplas, die wir hier haben, stolpern. Frau Prochnow hat kürzlich geheiratet und wir kennen uns alle noch, als sie noch Frau Berning hieß. Und von daher muss ich das erst so ein bisschen einspielen. Frau Prochnow, Sie haben es gehört, das ist eine schöne Aufgabe für den ICB. Wie schnell können Sie das denn umsetzen? Wie schnell ist denn überhaupt die Differenz, wenn man jetzt weiß, man hat das und das gut, man hat die und die Ladung und möchte es jetzt buchen? Das hängt natürlich auch immer, wie es halt ist, von den Rahmenbedingungen ab, von den jeweiligen Operateuren, wie lange im Voraus die eben die Informationen brauchen. Das kann man jetzt ganz konkret nicht sagen. Dadurch, dass aber alles digital miteinander vernetzt ist, geht es in der Regel sehr, sehr schnell. Also wir brauchen, also in der Regel ist es so, dass auch kurzfristige Informationen dann noch verarbeitet werden können und mit aufgenommen werden können. Die meisten Buchungsfenster schließen sich erst tatsächlich 1 bis 2 Stunden, bevor die Abfertigung startet. Von daher haben Sie da sogar noch die Möglichkeit, auch kurzfristig was zu buchen und auch
dann erst nach der Buchung auch noch bestimmte Dokumente weiterzuleiten. Das ne, ist ein Thema, das hilft Ihnen, da können Sie ganz sicher schneller mitarbeiten, müsste man aber, ja, wie es häufig ist, im Einzelfall dann natürlich trotzdem schauen, wie und wo und was man da gerade bearbeitet. Okay, ich habe das verstanden, das ist sehr gut, ja. Einfach mal ausprobieren, Herr Theisen, anmelden und ausprobieren und schauen, wie das klappt. Ich glaube, das ist das Einzige, was dann am Ende auch hilft, um herauszufinden, ob das funktioniert und nicht. Wenn es nicht funktionieren sollte, auch dann bitten wir nochmal da um Hinweise. Das können Sie gern sowohl bei Rayflow, bei der Allianzbroschüre und aber auch beim BGL hinterlegen, damit wir schauen können, wie kann man das auch wirklich optimieren. Darum geht es uns ja am Ende. Ja, ich habe Ihre Adresse, genau. Wenn wir zusammen dann darüber sprechen. Gell? Prima, sehr schön. Dankeschön, Herr Theisen, für die Wortmeldung. Gerne. Ich hätte vielleicht noch eine kurze Ergänzung, wenn ich darf. Aber gerne. Und zwar können Sie das Ganze, also zum einen, ja, bitte, auch wenn irgendwas nicht funktionieren sollte oder wenn irgendwas noch nicht optimal ist, dann immer sehr, sehr gerne melden. Da wir brauchen dieses Feedback, damit wir das System genau so bauen können, wie Sie es brauchen. Und zum anderen nochmal der Hinweis, Sie können es einfach ganz einfach und auch risikolos testen. Das Ganze ist für Sie absolut kostenfrei. Sie können sich einen kostenlosen Account direkt und schnell einrichten lassen und Sie können auch, Sie müssen auch pro Buchung bei uns kein Entgelt oder Abgabe oder irgendwann eine Art von monatlicher Gebühr zahlen, sodass Sie das wirklich ganz einfach und risikofrei testen können. Ja, das war früher noch ein bisschen anders, nicht? Aber es ist gut, dass das so jetzt neu ist. Gut, dann gucke ich mal weiter. Im Chat ist jetzt nichts weiter aufgelaufen. Wir haben jetzt noch 8 Minuten und können damit noch ein bisschen diskutieren. Und das klappt auch gut. Herr Kummer kommt gerade in die Leitung. Herr Kummer, Sie sind jetzt auf der Bühne. Sie können sich jetzt entstummen, das Video anmachen und jetzt hören wir Sie schon. Hallo zusammen. Hören Sie mich? Ja, wir hören Sie, wir sehen aber nicht Sie, sondern irgendwie Ihre Steckdose. Wahrscheinlich ist die Rückkamera des Laptops aktiviert und nicht die vordere. Jetzt habe ich das ausgemacht. Ich denke, die Stimme reicht auch. Ich habe eine Frage. Ich finde das mit der Plattform eine sehr gute Idee. Was ich gerne von der Runde hören würde oder möchte, ist, wie ist es mit den Gedanken der Sharing zum Beispiel, wenn jetzt Unternehmen kommen und sagen, wir suchen auch eigene Trailer, eigene Auflieger, KV-fähig, kann ich dann irgendwo auch auf eine Plattform gehen und darauf klicken und sehe, was ist verfügbar, weil wenn man den Baustein nehmen kann und dann den anderen Baustein, zum Beispiel der Buchung von zum Beispiel als Railflow, wäre das ja eine schöne Ergänzung. Wie ist da im Moment der Stand der Dinge? Haben wir natürlich alles mitgedacht, Frau Berning? Legen Sie los. Entschuldigung, Frau. Alles gut. Genau, also im Grunde gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen haben wir bereits Operateure wie beispielsweise Ambrogio oder auch die Firma Wenzel, die bei uns ihre Kapazitäten anbietet, die das auch mit Equipment macht. Also die kommen bei Ihnen vorbei, laden das, was auch immer Sie transportieren, auf, das Transportgut auf und bringen das dann bis zu Ihrem Zielkunden, sodass Sie gar kein eigenes Equipment brauchen. Das gilt für verschiedene Relationen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass wir beispielsweise Relationen haben, wo auch nicht kranbares Equipment transportiert werden kann, sodass sie dann zwar eigenes Equipment brauchen, aber zumindest kein KV-fähiges. Und der dritte Punkt, ne, den Sie ja auch genannt hatten, dass man quasi eine zusätzliche Plattform mit aufnimmt, wo man dann auch entsprechendes Equipment sich selber mieten kann. Das ist gerade noch im Aufbau. Das gehört zu diesen Themen, die wir bei uns auf der Roadmap haben. Ich hatte ja gesagt, wir haben noch ganz viele Ideen und Erweiterungen, die wir mit aufnehmen wollen. Im Moment haben wir verschiedene Partner, die finden Sie dann auch auf der Website, auf der Plattform, bei denen Sie mieten können, auch schon nach Regionen geclustert. Das ist aber im Moment noch nicht quasi im Buchungsprozess mit aufgenommen. Das ist ganz klar das Ziel, da wollen wir hin,
aber zum jetzigen Zeitpunkt muss man zumindest für die Relationen, auf denen das noch nicht direkt gebucht werden kann über unsere Partner, dann quasi noch separat gemietet werden. Das war auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein im Rahmen des Track-to-Train-Projektes, weil wir, und Herr Balassa hat es ja gesagt, wir hatten ja eine Umfrage gemacht, ganz viele Rückmeldungen auch der Unternehmer, der Mittelständler bekommen haben, die Angst hatten, ihr eigenes Equipment dort auf die Schiene zu packen. Gerade weil sie möglicherweise auch nicht wissen, wer macht denn überhaupt den Nachlauf, wann kriege ich denn meinen Trailer und in welchem Zustand kriege ich meinen Trailer auch wieder zurück. Und von daher war das eine ganz, ganz große Hürde, die wir identifiziert haben und die, wie Frau Prochnow gesagt hat, da auch auf der Roadmap ist für alle Anbieter am Markt. Ja, ja. Ich finde das wichtig. Unser Unternehmen ist ja zum Beispiel ein dänisches Unternehmen und ich habe immer festgestellt, die Dänen sind, was die Digitalisierung angeht, uns mindestens ein paar Jahre voraus, weil sie weniger Hürden haben. Wir sind da ein bisschen hinterher. Da ist es ohne Probleme möglich, mal auf die Plattform zu gehen, zu klicken, was ist verfügbar und tatsächlich entweder direkt den Preis zu bekommen oder eine direkte Anfrage zu starten. Aber bei uns dauert es noch ein bisschen. Aber wir beschleunigen das alle gemeinsam, weil wir das Problem tatsächlich auch erkannt haben. Und ich glaube, dass gerade das Track-to-Train-Projekt ist da wirklich wegweisend und es kann im Prinzip auch allen Anbietern, aber natürlich auch der Politik aufzeigen, wo sind die Stellschrauben, was muss man tun. Und ich glaube, ich verrate auch nicht zu viel, Herr Balassa, wenn ich sage, dass wir gemeinsam vorhaben, das Projekt natürlich auch fortzusetzen, um zu gucken, wie klappt das in der Praxis, wie funktioniert das, wie etabliert sich das, um dann wirklich das ganze Thema auch begleiten zu können. Und auch da sind wir natürlich auf Sie angewiesen, gemeinsam mitzumachen, unsere Workshops mitzubesuchen, um hier wirklich immer auf die Probleme und die Fallstricke noch hinzuweisen, damit möglichst wenig Hürden da sind. Ja, ja, bin ich bei Ihnen. Ich finde das Projekt toll und deshalb bin ich aus Überzeugung dabei. Vielen Dank, dass Sie mitmachen. Herr Balassa, wollten Sie noch irgendwas ergänzen, weil Sie ganz kurz Luft geholt hatten, hatte ich gesehen? Ich hatte keinen Punkt. Sie hatten eigentlich alles schon gut zusammengefasst. Sehr schön. Dann haben wir jetzt 3 Minuten. Ich gucke mal noch in die Runde, ob noch jemand eine Wortmeldung hat, noch eine Frage hat. Ansonsten, Herr Seran, möchten Sie noch ganz kurz nochmal einen Punkt machen? Ich habe Sie auf der Bühne, das heißt, Sie könnten nochmal ganz kurz auch ein Plädoyer abgeben, dafür vielleicht auch die 44-Tonnen-Regelung auf Transporter, also nicht ladungsgebundene, zu erweitern. Auch das könnten wir überlegen, ob wir diese Gedanken in Empfehlungen für künftige Projekte auch aufnehmen können, wenn Sie sagen, das ist wichtig, damit einfach auch noch mehr spielt mal auch den kombinierten Verkehr. Ja, danke für die Worte. Ich versuche mich kurz zu fassen. Sie wissen, dass es mir schwerfällt, Herr Pawlowski. Ja, dafür ist das Thema, viel zu kompliziert. Deswegen will ich es einfach hier reduzieren auf die 44 Tonnen für Schüttgut, wie ich immer sage. Das können natürlich auch Lebensmittel sein oder Weizen, Hopfen und Malz. Es können Bleche sein, es können Ferrochrom sein und so weiter. Sie wissen, dass ich Starkspediteur bin. Es gibt also sehr, sehr viele Möglichkeiten, dass dann vor allen Dingen auch Lkw-Fahrten eingespart werden. Und das sind nicht nur 4 Tonnen, das sind nicht nur die 10%, die man vielleicht errechnet. Das sind unter Umständen bis zu 25%, die man einsparen könnte. Ja, und es ist ein weitläufiges Thema, ein schwieriges Thema, das wissen Sie, Herr Pawlowski. Ich habe gestern ein Gespräch in der BAS geführt, mache mal an anderer Ebene weiter und wenn ich an die 150 Kilometer Luftlinie denke oder 100 Kilometer im Binnenschifffahrtsbereich, theoretisch kämen wir noch nicht mal im Kombiverkehr von Hamburg nach Osnabrück zum neuen Kombibahnhof, weil das nämlich theoretisch 204 Kilometer sind. Also auch darüber sollte man nachdenken und damit will ich es für heute erstmal so belassen, sonst spreche ich den Rahmen. Danke. Dankeschön, Herr Seran. Die Hinweise sind natürlich trotzdem sehr, sehr sinnvoll, weil es uns ja darum geht zu schauen, was kann man alles machen, damit noch stärker auch der kombinierte Verkehr genutzt werden kann
Und das ist zweifelsohne ein Punkt, den wir hier, glaube ich, auch im weiteren Verlauf mal mit überdenken und mit einbringen sollten in die Diskussion. Denn Denkverbote haben wir hier nicht. Darum geht es uns ja am Ende auch. Wir wollen gucken, wie können wir einfach stärker noch mehr Verkehre auf die Schiene bringen. Denn ich habe es vorhin am Anfang gesagt und damit würde ich dann auch schließen. Der Kuchen ist riesengroß. Was das Transportwachstum angeht, ich glaube, wir müssen uns da alle nicht drum streiten, denn es ist so viel da, dass für alle ganz, ganz viel zu tun ist in nächster Zeit, in den nächsten Jahren. Und das wollen wir und können wir eigentlich auch nur gemeinsam bewältigen. In diesem Sinne, liebe Frau Prochnow, liebe Herr Balassa, liebe Unternehmer, liebe Mitdiskutanten, liebe Teilnehmer, vielen Dank für die rege Diskussion, für den tollen Input, vielen Dank für die tolle Vorstellung. An die Allianz pro Schiene geht ein ganz, ganz großer Dank für die Organisation dieses Tags der Schiene. Das ist, glaube ich, eine wirklich tolle Sache, eine tolle Idee, um diese Themen einfach in die Gesellschaft zu bringen, diskutieren zu können und im Bewusstsein zu verankern, dass es die Schiene gibt, die wir auch mitnutzen sollten, ohne natürlich auszusparen, dass es Probleme gibt, über die wir irgendwie Lösungen oder für die wir Lösungen finden müssen. Und genau darum geht es uns, auch in dem Projekt Truck to Train. Insofern nochmal ganz herzlichen Dank für die Teilnahme. Alles Gute, einen schönen weiteren Tag, viel Erfolg weiterhin für den Tag der Schiene. Und ansonsten traue ich mich jetzt schon mal, auch wenn es Freitagvormittag ist, dann später ein schönes Wochenende allen zu wünschen. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Dankeschön, tschüss. Dankeschön, tschüss. Und das ist gut.